Hallo zu Friede, Freude, Smartphone und zum iPhone-Kurs. Heute gibt es noch einen kleinen Extra-Tipp zur Fotografie auf Ihrem iPhone. Heute möchte ich Ihnen die Live-Funktion der Kamera etwas erklären. Ich tippe also hier auf meine Kamera. Ich habe hier auf Foto eingestellt und hier oben das Symbol, das ist die Live-Funktion. Diese Funktion ist vor allem hilfreich, wenn man Menschen oder Tiere fotografiert, die sich ja niemals stillhalten können. Die kann ich ausschalten, dann ist ein Strich durch, oder ich kann sie eben anschalten. Und um die Bewegung zu zeigen, werfe ich einfach etwas ins Bild. Also aufgepasst und wenn ich mein Foto jetzt hier anschaue, dann sieht es erstmal so aus, als wäre das kein besonderes Foto. Aber es ist ja ein Live-Foto, das heißt, es ist nicht ein Foto aufgenommen worden, sondern eine ganze Serie. Hier oben finde ich Live und hier tippe ich mal drauf. Hier könnte ich das Live-Bild als Endlosschleife anschauen. Ich tippe mal drauf und jetzt wird dieses Live-Bild als Endlosschleife dargestellt. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Ich möchte ja hier nur ein Foto haben. Deswegen tippe ich hier wieder auf Live. Tippe jetzt auf Bearbeiten. Und hier unten im Bearbeiten finde ich auch Live. Ich tippe hier drauf. Und jetzt kann ich mir hier aus meiner ganzen Serie Bilder das beste Bild aussuchen. Also ich gehe jetzt hier mal durch meine Bilder durch und suche mir das Bild aus, wo ich denke, dass es am schönsten ist. Vielleicht nehme ich einfach mal dieses hier. Jetzt wird mir hier schon angeboten, als Schlüsselfoto festlegen. Ja, ich möchte dieses Foto als Schlüsselfoto festlegen. Und ich möchte die Funktion Live eigentlich ausschalten. Das heißt, ich tippe hier drauf, schalte Live damit aus. Jetzt tippe ich hier noch auf Zuschneiden, weil dieses ganze Holz hier, das brauche ich nicht. So gefällt mir mein Foto. Hier rechts oben tippe ich drauf, um es abzuspeichern. Damit sehe ich hier mein schönes Schlüsselfoto, aber ich habe auch immer noch alle anderen Fotos, die zu dieser Live-Funktion gehören. Wenn ich die nicht mehr haben möchte, dann tippe ich hier rechts oben auf die drei Punkte, tippe hier auf Duplizieren und jetzt könnte ich das ganze Live-Foto duplizieren oder eben nur dieses eine Foto. Ich tippe hier also auf Standfoto duplizieren. Und damit habe ich tatsächlich jetzt nur noch ein Foto. Ich tippe hier auf alle Fotos. Damit werden mir alle Fotos angezeigt. Jetzt tippe ich hier nochmal drauf. Das ist das Live-Foto. Und das hier ist tatsächlich nur noch ein einzelnes Foto. So viel also für heute. Wenn Sie sich den ganzen Kurs anschauen wollen, dann tippen Sie hier unten auf das Friede-Freude-Smartphone-Logo und finden Sie hier Playlisten. Hier finden Sie den iPhone Kurs 12 und noch ganz viele andere Videos. Ich freue mich, wenn Sie abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss!